Hallo liebe Leute, und es geht weiter mit The Night of the Rabbit. Ja, ich bin ja zuletzt hier so ein bisschen herumgelaufen. Ich laufe auch noch ein Stückchen weiter. Aber werde gleich oder habe einen Plan, was ich als nächstes tue. Und wollte jetzt eigentlich auch nur hier so entlang schlendern, um zu gucken, ob der Typ hier, der hier die ganze Zeit uns die Bücher vertickt, irgendwie, ob der jetzt hier überall immer mal auftaucht. Denn die Geschichten zu bekommen ist ja nicht schlecht. Also, die hätte ich dann auch ganz gerne alle. Gehen wir mal hier lang. Dann kommen wir da auch hinten raus. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Dass ich die Eule nicht drehen kann, das finde ich ein bisschen schade. Die hätte ich natürlich gerne gedreht. Da hängt eine Nachricht an der Tür. Ach ja, das ist ja der Spitzweg. Ja, ja. Okay. Und was es mit der Kanonenkugel auf sich hat, also dass wir die jetzt umgedreht haben. Ich hoffe ja, dass das jetzt nicht total fatal ist, dass ich die umgedreht habe. Aber okay. Habe ich mich jetzt eigentlich schon um die Witze gekümmert gehabt bei dem Maulwurf? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe den doch so oft angesprochen, aber ich habe das Gefühl, dass der mir jetzt keine Witze geben konnte. Ich weiß gerade nicht, ob ich es gemacht habe. Ich muss mal eben doch nochmal zurücklaufen. Weil das ist eigentlich so, ich weiß noch, dass ich da irgendwie vor ein, zwei Parts wollte ich das eigentlich. Aber ich meine, der hatte keine für mich. Aber der Plato auch nicht, oder? Und der ist auch nicht das kleine grüne Männchen, oder? Ich glaube nicht. Da hinten über den Feldern tanzen ganz seltsame grüne Flammen. Ob das wohl Irrlichter sind? Wie unheimlich? Nee, das ist von dieser Fuchsstatue. Aber da kann ich auch leider nicht hin, ne? Ja. Der Maulwurf ist ja nicht da, dann muss ich erstmal wieder Tag machen. Gut, mache ich mal eben nochmal Tag. Dauert hier mit dem Ladebildschirm immer ein bisschen, weil ich gerade im Hintergrund auch render. So. Quatsch ihn nochmal an. Tja, da müssen wir uns unsere Mückenstiche wohl woanders holen, was? Na, also hast du jetzt ein paar Witze für mich? Und wenn ich dann, Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und wenn ich das mit dem Zettel versuche, ach ja, komm, halt doch nicht immer deine Riesenrede bei mir. Hier, Zettel und Stift und dann wenden wir das mal direkt an. Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Aber der ist doch so. Der hat doch immer irgendwelche Witze. Ich sollte mich... Ja, das ist ja doof. Hier hängt ein handgeschriebener Zettel. Vorsicht, dies ist Krähengebiet. Solange die Gezeit PS, das Gebäude liegt in Trümmern. Ich kann das... Ja, gut, okay. Hat wieder mal nichts genutzt. Und sein Ding hier, brauche ich das vielleicht noch? Diese Gestalten sind ja auch immer da, wo solche Steine sind. So kommt es mir halt zumindest vor. Aber habe ich eigentlich mit denen da hinten schon geredet, mit den Flüstersteinen hier? Mit der kleinen Statue? Ich glaube nicht. Sprech die doch mal an. Früher war hier doch kein Wasser. Der lustige, dicke Biber ist sicher traurig, wenn er keinen Besuch mehr im Postamt bekommt. So ein Ärger aber auch. Überall Wasser. Und die dahinter, geht die auch? Wir wollen ja nichts verpassen. Nee, geht auch irgendwie, glaube ich, gerade nicht. Dann lasse ich es jetzt auch mal gut sein hier und gehe jetzt mal zum Spinnennetz. In der Hoffnung, dass die Spinne, dass sie auch wieder da. Und die Fuchsstatue, ach, ich weiß auch nicht. Hier passieren so viele Dinge und so viele Gestalten.
Ich weiß immer gar nicht, wo ich zuerst... Wo ist denn das überhaupt nochmal gewesen? Ich muss doch hier ganz zurück. Wie komme ich denn nochmal zurück? Genau. Die Spinne soll mir nämlich mal helfen. Die kleine liegende Statue, hatte ich die schon? Ich brauche ja das Spinnennetz von der Spinne und die Spinne soll mal weggehen oder ich will sie ablenken. Wie auch immer, ich versuch's mal. Ich liege hier so gerne unter dem Baum. Ab und zu kann man den Himmel zwischen den Blättern sehen, wenn sich die Äste im Wind wiegen. Das macht mich ganz schläfrig. Okay, gut. Wir gehen den Weg zurück zum Portalbaum. Und dann ist die Spinne ja da. Und mit dem kann ich nicht reden, ne? Dann mache ich jetzt hier mal Nacht. Und mal gucken. Jetzt nicht. Wie jetzt nicht? Ja, dann mach das da. Ist mir doch egal, wo du das machst. Kannst es auch hier machen. Warum macht das denn da hinten nicht? Oder geht er bei Nacht nicht zurück? Das wäre natürlich doof. Ach, jetzt sind die wieder da. Okay. Jo, geht klar. Ja, aber wir waren nämlich hier auch noch gar nicht bei Nacht. Da waren nämlich gerade die Fragezeichen. Ist denn das jetzt alles hier verändert? Also, kann ich mich jetzt mit dem Ding hier unterhalten? Du hast etwas verloren. Und ich habe es gesehen. Doch, das hatten wir schon. Okay. Na gut, dann ist ja das Spinnennetz jetzt frei. Das ist ja toll, dass das geklappt hat. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Schönes Netz. Und keine Spinne weit und breit. Ja, dann kann ich ja jetzt... Die baut sich sicher gerade irgendwo ein viel schöneres Netz. Ich glaube nicht, weil tagsüber ist sie immer wieder da. Aber wir haben hier auch noch den Tümpel und naja, wer weiß. Gut. Sonst war hier, glaube ich, nichts. Dann kann ich ja jetzt endlich meinen Plan vollenden. Mit meiner tollen Steinschleuder. Oder meiner Pusteblumenaktion oder wie auch immer, meiner Löwenzahnwiese, was auch immer. Bin ja mal sehr gespannt, was da dann jetzt gleich passieren wird. Er latscht jetzt erstmal bei Nacht hier weiter durch die Gegend. Dann war das da, ich glaube schon. Ist ja immerhin gut, dass ich nicht den ganzen Weg immer laufen muss. Ach nee, es war doch nicht hier. Ha, ich vertue mich immer wieder mit rechts und links abbiegen. Blöd. War das da? Genau, jetzt bin ich hier unten. Hier will ich auch hin. Ach, und da sitzt er auch wieder. Ja, das ist ja auch gut. Dann kriegen wir ja bestimmt noch mehr zu lesen. Oh, hallo du. Ich dachte, ich wäre alleine. Schleichst du auch gerne nachts durch die Welt? Bewegst dich hinter den Kulissen. Dort finde ich viele meiner Geschichten. Ich kenne auch eine schöne Geschichte über die mürrischen Weizwerke, die hier wohnen. Möchtest du sie hören? Yippie! Und jetzt haben wir noch eine bekommen. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Dass der Waldschrat immer gleich fragt, ob sie uns gefällt, obwohl er uns gerade erst gegeben hat. Naja. Ach ja, wir haben die Milch. Und ich kann ja aber, solange ich die Milch da im Becher habe, auch nicht den Rübensirup holen. Na gut, kannst du denn erstmal das Ding hier ranwickeln? Oh Mann. Das geht ganz schön tief runter da. Das mache ich besser bei Tag. Ach so.
Gut, dann machen wir mal Tag. Das hatte ich sowieso vor, aber ich dachte, er kann ja schon mal das Spinnennetz da rumwickeln. Aber nein, das macht er erst bei Tag. Naja, kann er auch besser gucken. Ist ja bestimmt nicht einfach, so ein Spinnennetz um Ast zu wickeln. Weder die Spinnwebe noch der Zweig sind noch klebrig genug, um es da festzumachen. Klebrig genug. Klebrig genug. Klebrig, klebrig, klebrig. Die sind juckig. Die Schokolade, ist die klebrig? Nein. Ich hab nichts, was klebt. Aber es ist doch nicht der Zuckerrübensirup, oder? Ich meine, dann muss ich die Milch wieder wegschütten und das will ich nicht. Aber der Zuckerrübensirup ist auch das Einzige, was mir einfällt, was so ein bisschen klebrig sein könnte. Vielleicht kann ich auch einfach zu der Milch das dazu schütten. Milch bringt mich ja ausnahmsweise nicht weiter. Nein, du sollst es auch zapfen. Und vor allem kann ich den Becher gar nicht leeren, wenn... Oh Mann. Riecht noch ganz lecker. Dann trink's doch aus. Dann muss ich nicht extra wieder zurücklaufen. Menno. Ich meine, das mit dem Rübensirup ist ja auch nur eine Idee. Nein, das gehört... Ich hab nix. Ich hab nix, was klebt. Oder der Aufkleber. Nein. Aber er klebt doch. Aber wahrscheinlich nicht so auf die Art, wie wir es brauchen. Oh Mann, das gibt's doch jetzt nicht. Muss ich die Milch echt wegbringen? Es ist ja auch nur eine Idee. Ich weiß ja nicht mal, ob das klappt. Wahrscheinlich mache ich es auch noch vollkommen umsonst. Dann hole ich mir jetzt mal wieder so ein Posthorn. Ich will da direkt hinkommen. Ich habe keine Lust, den Weg zu gehen. Plato, komm mal. Ich brauche dich. Wohey! Wohey, ich will ins Café. Ich will ins Café. Hallo, Jerry. Na, wohin soll es gehen? Ins Café, ins Café. Wo ist das Café nochmal? Fast alle Eichhörnchen sind wegen der Krähen evakuiert. Mausbad Stadtmitte. Auf geht's. Halt dich fest, Jerry. Die Statuen, wo der Frosch gerade stand, ich glaube, die habe ich auch noch nicht angeflüstert. Die Katze und der Fisch oder so. Naja. Schütten wir die gute Milch mal weg. Es sei denn, sie nimmt die Milch jetzt. Man kann es ja nochmal probieren, bevor sie, aber bisher, na komm schon, Anja. Bisher war es ja immer so, dass, Willkommen zurück. Erst wenn man alle Zutaten hatte, dann auch das automatisch so passiert. Ich bin doch schon da. Honig, Löffelchen. Gibst du ihr den? Eine Zutat für die Torte. Vielen Dank, mein Freund. Ach, das ist ja gut. Es fehlt nur noch eine Handvoll süßer roter Beeren. Und dann noch Schokolade. Und dann noch Rübensirup. Ja, das ist ja alles jetzt kein Problem. Dann kann ich ihr das ja doch direkt geben. Ich dachte, ich muss das alles sammeln. Das letzte Mal war das zumindest so. Eine Zutat für die Torte. Vielen Dank. Es fehlt ja. Rüben. Ja. Möchtest du diese Handvoll roten Hagebutten haben? Reicht das als Beere? Hagebutten sind cool. Nee, es sind andere Beeren, die sie haben will. Mist. Na gut, okay. Dann kommt noch der Rübensirup und die Beeren. Vielleicht sammle ich die Beeren ja aber auch auf der Löwenzahnwiese, wo wir überhaupt erst hinkommen. Das kann natürlich auch sein. So, dann ist der Becher ja jetzt eh leer, wenn ich das richtig verstehe. Und dann kann ich wieder zurück. Das mache ich aber wieder mit Plato. Das geht gerade ein bisschen schneller. Wenigstens sagt er nicht noch immer was, wenn er hier rauskommt. Also... Furchtbar, dass er auch alles ständig wiederholt und dass die Leute immer alles nochmal sagen müssen. Ich würde es halt gut finden, wenn die das einfach sagen, wenn man sie anspricht. Wenn man sie anklickt, das dann und nicht immer von alleine. Hallo Jerry. Na, wohin soll es gehen? Hallo Plato.
Ich möchte wieder hier hin. Wann warst du das letzte Mal in Anjas Café? Bei der Überall Krümel und Reste. Rückseite des Zwergenhauses? Ja, ich glaube schon. Auf geht's! Halt dich fest, Jerry! Bis später! Ah, Gott sei Dank, ich habe das Richtige gewählt. Super, gut, dann... Das ist ja völliger Quatsch. Ich muss doch noch den Sirup holen, ich doofe Nuss. Ach Mann, warum bin ich denn so schusselig gerade? Naja, muss ich erstmal hier wieder warm spielen gerade, glaube ich. Nee, das ist doch richtig, genau, ich kann den doch hier holen. Dann war das ja richtig, dann bin ich ja gar nicht so schusselig. Hab nur gerade... Ein Becher voll dickem, süßen Sirup. Genau, ich habe nur gedacht, ich müsste den woanders holen. So, den habe ich jetzt. Ist das die richtige Kombi vielleicht? Nein. Verdammt, okay. Das willst du also auch nicht. Aber ich habe auch gedacht, dass die roten Beeren, die wir noch brauchen für den Kuchen, dass das die sind, die wir von zu Jerrys Zuhause kennen. Da waren ja Erdbeeren und was weiß ich was, überall Brombeeren, alles wucherte da ja. Aber das wollte er da damals, meine ich, nicht pflücken. Also es waren wohl nicht die richtigen Beeren, die er will. Ich weiß also nicht, wo ich die herbekomme. Und jetzt habe ich den Sirup. Bringe ich den jetzt doch nochmal wieder zurück? Ich probiere mal alles aus. Oder was auch eine Idee wäre, was klebt, wäre doch vielleicht der Honig. Das könnte doch auch klappen. Da ist wieder das Hihihi-Mädel. Ich versuch's einfach mal. Oder ich finde auf dem Weg noch was, was klebt. Was klebt denn? Die Sumpfdotterblumen? Da ist ein Tropfen. Noch einer. Da war ein Tropfen. Wie habe ich den denn gefunden? Was heißt hier noch einer? Ich glaube, das ist der erste, den ich überhaupt hatte, oder? Hä? Hübsche Blume. Ich glaube, die ist auch auf einem von Mamas Entspannungstipp. Mhm. Immer noch ein schnell dahingluchsender Kalt, noch einer. Ach so, diese kleinen Tropfen soll ich ja auch einsammeln. Ich dachte, ich versuche es jetzt einfach mal, weil ich jetzt auch weiß, wie die überhaupt aussehen. Überall, wo ich jetzt diese kleinen Tropfen sehe, versuche ich es mal. Das letzte Mal im Part wurde nämlich auch irgendwo gesagt, ob er wohl alle Tropfen findet. So, und ich glaube, da sind die damit gemeint. Das ist aber keiner, ne? Da ist aber einer. Noch so ein Tropfen. Ja, langsam habe ich den Dreh raus mit den Tropfen. Das wollte ich aber gar nicht. Ist hier auch einer? Oh, jetzt bin ich voll auf Tropfenjagd. Yeah. Wieder einer. Das ist ja cool. Ach, ich habe noch einen gesehen. Geh nochmal schnell zurück, Jerry. Ich bin gerade auf Tropfenjagd. Ich bin gerade auf den Geschmack gekommen. Jetzt werde ich immer danach gucken. Da auf dem Blatt. Noch einer. Und ist das auch einer? Ja. Ein Aufkleber. Oh, das war ein Aufkleber. Um deine Sammlung anzusehen, öffne das Inventar. Ach so. Das ist noch was anderes, was ich eingesammelt habe. Okay. Dann ist hier doch auch einer. Wieder einer. Noch so ein Aufkleber. Yippie. Ich werde richtig gut gerade, aber ich habe die auch nie eingesammelt. Also muss ich das erstmal alles nachholen. So ein bisschen wie ein Wimmelbild dadurch. Tropfen suchen und Aufkleber suchen. Ein Baumstammcafé. Nein, das meinte ich jetzt nicht. Ich habe auf das kleine Ding hier geachtet. Bei Nacht leuchten ja hier übrigens auch immer diese Dinger. Und auf die hat er ja auch schon angesprochen. Na gut, ich gehe nochmal eben schnell ins Café rein und bringe Anja den Zuckerrübensirup. Dann haben wir das erledigt. Extravagant. Anja! Komm schon. Guck mal, was ich hier Tolles habe. Willkommen zurück. Dann fehlt mir nur noch eine Zutat. Die Beeren. Eine Zutat für die Torte.
Vielen Dank, mein Krokant-Krüstchen. Es fehlt nur noch... Krokant-Krüstchen? Ein Handvoll süßer roter Beeren. Ja, ich habe ja keine Ahnung, wo ich die noch herkriege, wenn es echt nicht die hier sind. Nee, dann hätte er sie gegeben. Also was mir so einfällt, ist einfach nochmal... Aber es sind jetzt auch nicht hier seine, oder? Die er hier trägt. Hier, die Blaubeeren. Entschuldigung? Wenn mir nur nicht so langweilig wäre. Nee, er redet gar nicht mit mir. Und da gehe ich gar nicht erst raus. Bringt sowieso nichts. Ja, mir fällt nur unser Zuhause ein mit Jerry, um es mit den Bären da auch gerade nochmal zu besuchen. Es sei denn, ich habe irgendwo was übersehen. Der Schmetterling, war der vorher auch da? Was ist denn mit ihm los? Diese große Blume ist wirklich interessant. Hey, was schnüffelt die da drüben herum? Ich bewundere nur die schöne große Blume. Ach, Blume, Papa ja Papa. Woher kommt denn diese Summe? Von dem Schmetterling, ach so. Ich habe auch gerade fragen wollen, wer summt denn hier so? Ja, dann rede doch mal mit dem Schmetterling hier. Jetzt sieht es fast aus, als hätte die Statue Augen. Kannst du da vielleicht das Felsflüstern drauf anwenden? Hallo? Wo gehst du denn hin? Die Farben kehren zurück zu mir. Dank deiner Hilfe, gutes Tier. Besuche mich bald wieder und öffne meine Lieder. Was singt der Schmetterling denn hier so geil? Oh, wie cool. Wie witzig. Und ich habe hier noch so einen Tropfen irgendwo gesehen. Wo war der denn jetzt? Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Da auf der Blume. Noch einer. Und guck gerade, ob ich noch einen finde. Sag mal, was ist mit dem denn los? Und wenn du die Münze hier auch nochmal anwendest? Ah! Der kleine Mann in Grün! Na sowas! Ach, das ist ja interessant. Ja, das werden wir dann mal im nächsten Part machen. Zu unserem lustigen... Es ist nicht der Schmetterling, der summt. Er ist es! Unser grimmiger Mann in Grün summt und nicht der Schmetterling. Na klar. Okay, bis zum nächsten Part. Ja. Bis dann.